Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Osmos. Heute werden wir uns einen anderen Teil angucken. Ich glaube, weil sie grün sind, haben wir sie durchgespielt. Mein Kurzzeitgedächtnis hilft mir hier nicht weiter. Ich weiß nicht, ob die vorher nicht auch schon grün waren. Auf jeden Fall werden wir uns heute eine andere beiden Touren angucken. Und weil ich überhaupt keine Ahnung habe, welche Seite, nehme ich jetzt einfach mal diese Münze. Okay, das ist kein... Ach, das ist... Es hat zwei Seiten, das reicht. Werfe es und sage mal... Kopf bedeutet rechts, Zahl bedeutet links. Zahl, also werden wir die linke Seite angucken. Das ist hier drüben. Und bedeutet, wir spielen Macht Aufstieg. Los geht's. Werde der Größte. Und wir sollten hier erstmal reinzoomen. Heute sind wir also in einem kleinen Sonnensystem, in dem hier fleißig gefressen wird. Zum Glück haben wir die Kursbahn eingezeichnet, bekommen somit also mit, was wir wo haben, was wir mampfen können. Das Wichtige ist, dass unsere Bahn sich verändert, wenn wir an Masse zunehmen. Wenn wir mit irgendwas zusammenstoßen. Eigentlich kann so ziemlich alles unsere Flugbahn beeinflussen. Hier haben wir gerade ein Teilchen weggeschlagen. Das ist ziemlich interessant. Und jetzt versuchen wir doch einfach mal, wenn wir ein bisschen schneller sind, dieses Teilchen hier zu nehmen. Jetzt vielleicht ein bisschen abbremsen. Probieren, die Teile hier zu kriegen. Hier. Oh, da drüben sind ziemlich große. Also wenn ich Glück habe, kriege ich die Teilchen jetzt hier alle. So, die haben eine bisschen weitere Umlaufbahn. Passen wir uns natürlich an. Welche Teilchen kommen denn noch? Also die hier sind ziemlich nah. Schauen wir doch mal, was essen wir? Gleich mal hier voll reinziehen. Jawohl. Ah, dich kriege ich, bevor du wächst. Oh mein Gott. Nein, ich habe das Level geschafft. Also anscheinend lohnt sich es aus, ziemlich schnell zu sein. Wenn das Level beendet, ich weiß jetzt natürlich nicht, inwiefern ich hier noch Quatsch machen kann. Und wenn ich jetzt sterbe, kann ich nicht mehr weitermachen. Absorbiere die drei Repulsoren. Alles klar, machen wir doch gerne. Oh, nichts mit Umlaufbahn mehr. Oh, oh, Vorsicht. Die Dinger lassen Sachen repulsieren. Oder besser gesagt, sie stoßen alles von sich ab. Zum Glück haben sie alles in meine Richtung geschmissen. Was mir ermöglicht hat, sie einfach aufzusammeln. Und ich kann ja auch am Rand nicht rausfliegen. Das ist auch sehr schön. Der wird jetzt gleich sehr von mir weggedrückt. Interessant, dass sie selber natürlich nichts aufsammeln können. Die werden nicht größer. Wahrscheinlich würden die sonst stärker werden. Aber jetzt versuche ich doch erstmal hier alles aufzusammeln. Ich werde das dann als Wrestling-Arena verwenden. Und hier stehen und hin und her gehen. Das ist übrigens ein bisschen doof gemacht. Das ist jetzt wahrscheinlich absichtlich ein Kreis. In dem kann ich nämlich nicht das Ding in der Ecke einfangen. Oh, aber ich kann diese komischen Extrablasen, die ich hier erzeuge, dafür nutzen, dass sie nicht... Einer ist schon weg! Ich kann diese Extrablasen dafür nutzen, die ich hier erstellen kann. Durch die können sie ja auch nicht durch. Und aufsammeln tue ich sie ja auch wieder. Machen wir dem hier eine Barrikade? Jetzt aber. Ach, komm schon. Ich muss ihn da noch nicht mal selber absorbieren. Ich kann ihn auch absorbieren lassen. Und damit haben wir Teil 2 gemacht. Jetzt haben wir allerdings einen ziemlich großen... Repulsor. Ich könnte jetzt natürlich die Methode verfolgen, einfach hier in Highspeed durchzugehen. Er hat gerade sogar unsere Richtung verändert. Es ist doch ziemlich stark, das Vieh. Ich frage mich, ob die Zeit das für uns regeln wird. Ich denke nicht. Ich denke, da muss ich mir jetzt was einfallen lassen. Hier einfach so ein bisschen was rumdödeln lassen. Wodurch er zusätzliche Hindernisse hat. Vorausgesetzt, ich sammle die nicht sofort wieder ein. Ah, Level beendet. Der hat das für uns gemacht. Nächstes Level. Warten wir auf eine Kollision im Orbit? Ja, die Zeit beschleunigen, das machen wir ja auch schon die ganze Zeit. Jetzt sollen wir wieder einen Attraktor absorbieren. Stopp, stopp, stopp. Ich soll... Gut, ich soll das Ding, das uns gerade hier in unseren Umlaufbahnen hält, einsammeln. Also, wenn wir nicht ein bisschen zu großmütig werden, dann könnte das sogar klappen. Oh Gott. Werde ich ziemlich viel Kleinmist hier wieder einsammeln müssen.
kleinen Mist. So, Kleinkram heißt das Zeug. Vielleicht kriege ich dich. Sehr schön. Ihr seht, hier sind die ziemlich schnell am Werk. Im Gegensatz zu den Sachen, die ganz außen sind, die sind extrem langsam. Und wir haben eine sehr schöne eiförmige Umlaufbahn. Wir können ja eigentlich mal beschleunigen. Und gucken, dass wir größer werden. Funktioniert sogar. Jetzt wechseln wir mal auf eine äußere Umlaufbahn, ohne uns selbst wegzuschießen. Ich sehe, da innen ist es echt schnell und hier außen. Eigentlich wollte ich ein bisschen reinzoomen, so. Jetzt nehmen wir ein bisschen was anderes hier auf. Vielleicht euch. Sehr schön. Immer aufpassen, eine rote Umlaufbahn bedeutet zwangsläufig Schmerzen über lange Zeit. Und so wie es aussieht, können wir dich jetzt eigentlich auffressen. Jetzt bekommen wir ja auch eine gelbe Linie. Ach Quatsch, das rede ich dann, bin ich farbenblind. Eine blaue Linie. Weil es ja nicht mehr... Wow, Vorsicht. Ja, lassen wir ihn jetzt einfach machen, das klappt schon. Das ist ja immerhin keine gefährliche Kollision mehr. Deswegen ist sie nicht mehr rot. Ja, los! Bring fertig, was du angefangen hast. So, und jetzt natürlich nicht rausfliegen. Wir sehen, was raus ist, ist raus. Und das sieht jetzt natürlich auch geil aus. Das gesamte Universum. Na klar, alles fliegt weiter in eine gerade Richtung. Die Anziehungskraft in der Mitte fehlt. Damit haben wir F2 beendet und haben noch natürlich Zeit für einen weiteren Bereich. Verzerrtes Chaos, Zenner-Traktoren und Epizyklen. Ich würde sagen, wir gucken in alle ein bisschen rein. Das verzerrte Chaos. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Die Musik ändert sich. Nein, was ist das denn? Ich habe doch keine Ahnung. Hier bekommen wir wieder eine Flugbahn angezeigt. Das heißt, wir haben hier Sachen, die unsere Flugbahn verändern können. Ja, hier sind mehrere Attraktoren. Da hier allerdings nichts eine Geschwindigkeit hat, ziehen dieses Zeug einfach nur an. Nein! Da starten wir mal kurz neu. Oh, was? Multimate Theme. Nein, nein, nein! Jetzt richtig aber. Ach Gott, ich habe den dann aber nicht groß genug, um den linken einzusammeln. Dann nehme ich dich und danach dich und danach dich und danach dich. Und jetzt bin ich auf einem positiven Kollisionskurs. Ach, den da unten sammle ich gleich ein. Den werde ich hoffentlich noch kriegen, wenn das Ding auf ihn drauf liegt. Oh, tut's nicht. Dann krache ich damit jetzt zusammen. Und werde größer. Ja, jetzt bekommen wir sogar Abprallinien angezeigt. Ich beschleunige ein bisschen. Jetzt haben wir Bogen drin. Jetzt sammle ich dich ein. Und auch dich kann ich schon nehmen. Jetzt habe ich auch gleich das Ziel erreicht, von dem ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe. Wir beschleunigen das mal. Oh oh. Oh oh. Nein, 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 nein. Das war gar nicht so die gute Idee. Ach Gott, ich glaube, ich starte einfach mal neu. Ich habe es hingekriegt, dass die so groß werden. Also Zeit ist dann doch ein wichtiger Faktor. Ach, jetzt will ich doch einfach mal warten. Ich mache einfach mal gar nichts. Ich zoome raus und wir beschleunigen. Und auch wenn ich tot bin, schauen wir uns doch einfach mal an, was passiert. So. Die entwickeln langsam ihre starken Kraftfelder, werden immer stärker. Gleich werden wir sterben. So, und dann bleiben nur noch diese Attraktoren übrig, die sich seltsamerweise nicht gegenseitig anziehen. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Aber in kürzester Zeit ist alles leer. Ach, die drücken sich sogar voneinander weg. Sehr interessant. Aber zuallererst... Dich brauche ich. Und dich. Und dich. Und dich. Jetzt jage ich natürlich mal was anderes. Untenrum war ja nicht vielversprechend in der gegebenen Zeit. Und jetzt nehme ich dich auf. Und ich hoffe, du wirst nicht groß genug für irgendwas anderes. Wunderschön. Ich muss echt mit dem Antrieb aufpassen. Alles Kleine, was ich hier wegschieße, kriege ich zwangsläufig ja nicht wieder, weil es irgendein Attraktor aufsammelt. Ist doch ziemlich hart. Jetzt schnappe ich mir dich. Schnappe ich mir dich da oben. Ich muss aufpassen, dass ich nicht so viel Treibstoff verbrauche. Also,
In Anführungsstrichen. Hier drüben braut sich gleich was zusammen. Wenn ich jetzt hier nicht ganz schnell aufräume, und mit schnell meine ich nicht, ich spul vor, dann wird mir der hier unten zu einem Problem. Machen wir mal einen Beschleunigungstrick. Ich beschleunige so, dass ich mein Zeug wieder aufsammeln kann. Ha! Sogar annähernd 100%. Dann noch euch. Irgendjemand spielt Assassin's Creed. Ich weise natürlich darauf hin, anstatt es fachmännisch zu ignorieren. Jetzt sammeln wir dich noch auf. Und ich denke, ich kann mir jetzt... Oh, das wird doch riskant. Ich habe ein bisschen viel weggeschleudert. Bitte. Oh, was für ein Glück. Ich bin groß genug für dich. Und das war eine sehr knappe Geschichte. Wir werden jetzt allerdings nicht uns Van Riesig angucken. Hier drinne. Wir werden mal kurz ein Zeitspiel vorlaufen lassen. Hier haben wir ebenfalls wieder ein paar von denen. Allerdings fangen wir diesmal kleiner an. Wir schauen uns noch ein paar andere Teile an. Zum Beispiel Senna-Traktoren. Was auch immer das jetzt heißt. Wir sollen wieder der Größte werden. Die Musik bringt mir wieder dieses Umlaufbahn-Feeling. Ah, ist es auch. Bringen es auf eine äußere Umlaufbahn. Was denn jetzt? Oh. Okay, das sind solche Level. Nehmen wir dich. Und dann nehmen wir dich. Du bist nämlich in unserer Größe. Oh, nicht mehr. Ich glaube, ich starte neu. Das war jetzt schon ziemlich... Nehmen wir mal eine zufällige Level-Variante. Hier sind jetzt die ganzen Dinge anders. Neuen zufällig angeordnet. Ihr könnt also, nachdem ihr ein Level öfters gespielt habt und ihr findet es zu leicht, könnt ihr euch ein komplett neues Level aufbauen lassen. Dann wird es auch nie langweilig. Abstand halten. Hm. Also ich verstehe jetzt nicht so ganz. Ich müsste wahrscheinlich sehr viel mit Zeitshifting warten. Mit Timeshifting arbeiten. Und dann im richtigen Moment langsamer machen. Und mir irgendein schnappen. Und wenn ich da jetzt nicht so ganz fit bin drin, dann verliere ich entweder zu viel Masse. Oder alles andere wird bereits vergriffen sein von den Großen. Ich denke, ich werde das jetzt mal getrost überspringen hier erstmal. Denn ich habe noch ein viel schöneres. Ich habe noch was viel schöneres für euch. Epizyklen ist mir ein Begriff. Das sind, ich habe einen Zyklus, zum Beispiel diesen im Kreislaufen, und der ist in einem anderen Zyklus. Bedeutet, wir haben jetzt, seht es euch einfach an. Wenn du dich in einem brenzligen Situation befindest, verlangsame die Zeit, um eine lange Reise zu verkürzen, beschleunige sie. Dankeschön. Jetzt haben wir diese schöne Tschick-Duff-Tschick-Duff-Rhythmus im Hintergrund. Absorbiere die Ziele. Ja, ist okay. Bitteschön. Ich erhöhe mal die Zeit. Wir haben jetzt diese schleifenförmige Umlaufbahn. Also wir bewegen uns gerade um etwas, das sich um etwas herum bewegt. Sieht total witzig aus. Und jetzt hört euch mal richtig an, wie das gepitcht wird. Wenn wir langsamer machen, wird der Ton tiefer. Also es ist total witzig eigentlich mit der Musik. Und jetzt gucke ich doch mal, ob ich dich noch absorbiert kriege. Das sind sogar Ziele. Ich muss die komplett essen. Dann gucken wir doch mal, dass ich ein bisschen verlangsame. So, den ersten haben wir. Jetzt muss ich irgendwie die Umlaufbahn verlassen, ohne mich auffressen zu lassen. Lösen wir uns ganz langsam davon. Oh, doch nicht so langsam. Ich muss hier in einen Epizyklus kommen wieder. Oh. Ich brauche eine höhere Beschleunigung. So, jetzt bin ich drin. Ist jetzt ein sehr breiter... Nein, sehr böse. Nein, sehr böse. Ich brauche jetzt einfach den richtigen Abstand. So, das sieht gut aus. Ich bin wieder sicher drin. Diese Schlaufe kann kleiner werden. Und die kann auch so klein sein, dass sie überwält. Dann ist es so eine Wellenlinie. Das gibt's auch. Und der spielt schon wieder Assassin's Creed. Warum er es auch immer ausgemacht hat. Damit haben wir auch das Ziel absorbiert. Ich glaube, es wäre leichter gewesen, sich zu beschleunigen und auf den nächsten vorderen zu hauen, anstatt komplett abzubremsen und... Oh mein Gott! Oh mein Gott!
Boah. Ah! Nein! Jetzt war das Ding größer als ich. Okay, ich probiere es jetzt einfach mal in eine andere Richtung. Damit das noch klappt. Beschleunigen wir erstmal. So, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Du bist nah genug. Oh, elegant gelöst. Super elegant. Jetzt geht's hier in den nächsten rein. Jetzt machen wir hier wieder langsam. Super langsam. Mit Fingergefühl. Fingergefühl. Ach, wisst ihr was? Passt doch. Wer braucht schon Epizyklen? So, so wie das jetzt aussieht, krache ich dagegen und er ist weiter links. Jetzt komme ich knapp an ihm vorbei und fliege dann ins Weltall. Aber während ich knapp dran vorbeifliege und ins Weltall, könnte ich natürlich dieses Ding abgreifen. Nein, das ist zu schnell rum. Panik, 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 Panik. Fuck. Los. Fauler Sack, geh in die Kreisbahn. So. Gut. Solange ich jetzt in der drinne bleibe. Oh Gott, das ist gar keine. Jetzt bremse ich ab und klatsch gleich auf den hier drauf. Also ich habe es noch nicht so drauf, wie ich in die Umlaufbahn hier reinkomme. Jetzt bin ich drin. Ach, endlich. Da haben wir unsere Schleifen. Und ich kann die Schleife, wenn ich selber schneller werde, kleiner machen. Je nachdem, welchen Abstand ich habe, kann ich sie sogar in diese Wellenform bringen. Kann ich jetzt nicht so gut zeigen. Ich werde einfach im nächsten Level gucken. Schauen wir uns nämlich zwei Epizyklen-Level an. Ich finde, das ist total wahnwitzig. Ihr habt so ein kleines Sonnensystem praktisch. Auf dem bewegt sich alles Mögliche. Ihr mittendrin. Und wenn ihr fertig seid, dann versucht ihr auf ein anderes Sonnensystem zu gehen. Hier haben wir jetzt schon fast diese Schleife gehabt. So, jetzt haben wir hier diesen Hobel. Und der kann eben auch so werden. Also verfolgt einfach mal meine Maus. Zack. Würde auch gehen. Ist heute nicht so spannend wie die künstliche Intelligenz. Aber was könnte spannender sein, als zwischen anderen Fusselraum zu springen? Die werden übrigens wirklich Fussel genannt in der Beschreibung. Und versuchen zu wachsen. Ist übrigens total witzig. Ich habe keine Ahnung, wie die anderen sich im Vergleich zu mir bewegen. Die haben ja alle eine andere Bahn. Hier bin ich kurz im Stillstand sogar. Das sieht echt cool aus. Jetzt versuche ich doch einfach mal irgendwas aufzusammeln, indem ich ganz lange warte. Ich meine, hier müssten sich automatisch irgendwann mal wieder Umlaufbahnen kreuzen. Hoffentlich die von mir und irgendwas anderem. Ach, komm doch her. Und nicht die von den ganzen anderen. Ohne mich. Also, ich meine, wenn ich jetzt nicht mit denen kollidiere, sondern... Ah, jetzt haben wir hier so eine schöne Kurve. Wenn die jetzt untereinander einfach nur sich die ganze Zeit treffen, habe ich ja nachher tonnenweise sehr große Kügelchen. Wird mir nichts bringen. Aber oh, jetzt habe ich was aufgesammelt. Sehr schön. Kann ich gleich nochmal probieren. Das sieht doch gut aus. Jetzt will ich aber ein paar Teilchen sammeln. Ich bin ihm sogar sehr, sehr nahe. Teilweise. Also, es ist wahnsinnig, wie weit ich mich dem Ding nähern kann. Und jetzt müsste ich doch eigentlich langsam wagen, auf die nächste Kugel zu gehen. Die nächste, die wir ansteuern sollen, wäre theoretisch die hinter uns. Und die ist, ja, fast noch alles rot für mich. Also muss ich hier weiter sammeln. Jetzt probieren wir einfach mal ein bisschen riskanter zu spielen. Vielleicht schaffen wir dieses Level ja noch. So, das hätten wir geschafft. Die hinter uns sind hoffentlich... Nein, die vor uns. Welche nehme ich denn jetzt am besten? Also ich werde jetzt einfach mal hier ganz riskant das Ding verlassen. Jetzt hier aber abbremsen. Nein, ich beschleunige wirklich noch. Och, ich habe den Zyklus nicht verlassen. Ich bin immer noch in dem einen. Und so wie es aussieht. Bin mir nicht so ganz sicher. Was ist das denn für eine Linie, die sich... Oh, sie ist rot. Rot mag ich nicht.
Okay, ich bin noch im Zyklus. Jetzt hart abbremsen. Ich denke mir, ich habe fast nichts, was ich drüben aufsammeln kann. Das habe ich wahrscheinlich vermasselt. Oh doch. Das könnte was werden. Nein, ich bin nicht schnell genug, um einfach in den Zyklus reinzukommen. Aber wenn ich jetzt lang genug abbremse, könnte ich es in diesen hier schaffen. Beeinflussen tut er mich schon, momentan ziemlich scheiße. Ich bin in irgendwas reingekracht. Puh. Und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal von oben an, weil es so cool aussieht. So. Das wird jetzt erstmal eine Weile laufen. Jetzt gucken wir uns noch an, was wir nächste Woche machen werden. Da werden wir uns die dunkle Materie angucken, die es in dem Spiel sehr wohl gibt. Wer sagt denn schon, es gibt keine schwarzen Löcher? In Osmos werden wir uns im nächsten Teil damit beschäftigen und auch, wie wir ein bisschen mit der Zeit hin und her spielen können und sie zu unserem Nutzen verwenden können. Also ich meine, mit Nutzen jetzt wirklich nicht dabei draufgehen. In dem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn wir heute ziemlich viel antesten mussten und nicht alle Bereiche durchgekriegt haben. Ist aber auch irgendwo ein Let's Show und kein komplettes Let's Play. In dem Sinne sehen wir uns nächste Woche beim voraussichtlich letzten Part von Osmos. Bis zum nächsten Mal, euer Crash.